die Trainer bilden unsere Nachwuchskräfte aus. Trainer sind genauso wichtig wie Spieler. Trainer, und ich würde vor allem sagen, gut ausgebildete Trainer sind richtig wichtig für jeden kleinen Verein und dann am Ende auch für die Nationalmannschaft. Je besser die Trainerqualität, desto besser dann auch die Spieler. Ein guter Trainer schafft es einfach, Korrekturen so anzubringen, dass die Spieler besser werden, dass sie transparent Feedback bekommen. Gerade so im Jugendalter gibt es vielleicht auch mal eine Phase, wo man auch mal was anderes oder abschwenkt. Und wenn da der Trainer schon einen motiviert, da weiterzumachen oder auch Spaß macht vor allen Dingen, das ist ja die Hauptsache, dass es auch Spaß macht im Jugendbereich, dann denke ich, ist das ganz viel wert. Ja, prinzipiell ist es klar, wir mit einem Trainer decken wir bis zu 20, 30 Kinder ab. Deswegen ist es für uns unglaublich wichtig, dass neue Trainer dazukommen. Die rekrutieren sich oft aus Mamas und Papas, die merken, dass ihre Kinder Geborgenheit und Freude im Sportverein finden. Und natürlich auch sehr oft von ehemaligen Spielern, weil wir natürlich wissen, diejenigen, die eine eigene Handballkarriere hinter sich gebracht haben, sind natürlich schon sehr gut vorgebildet. Ja, an alle Handballbegeisterten da draußen. Die Jugend braucht gute Unterstützung, vor allem in der Seitenlinie, um eine gute Ausbildung für die Handballer in der Zukunft zu gewährleisten. Macht mit, macht die Trainerlizenz, ihr tut was Gutes und es macht vor allem viel Spaß, mit der Jugend zu arbeiten.